Ob es einen Schusswechsel gab? Sieht so aus. Sie kamen wohl nicht so gut miteinander aus. Vielleicht hatte Ethan recht. Damit es hier abtrünnig werden? Ihre Sicherheitsboards haben sie angegriffen. Können sie das überhaupt? Zusammenbleiben. Atemmasken. Sektoren scannen. Naja, ich gehe ja schon. Von diesem Punkt aus suchen wir nach Überlebenden. Mir nach! Ich bin da, Fever. Gebe Deckung. Arbeit, Herr Dorn. Unbewaffnet. Warum bewegen die sich so? Da ist Blut an den Wänden. Ich denke mal, dass die gehackt wurden. Und gleich. Los. Ich losreißen, pass auf. Das ist wie in Black Ops 3. Alter. Alles gut, Kash. Alter, genau damit habe ich gerechnet. Und hier fehlen die Drohnen. Licht aus. Nachtzyklus. What the fuck ist das? Die Drohnen am Stromnetz. Genau, man. Was ist das für ein Visier? Zeig dir mal an, wo die Streuung hingeht, oder was? Öffnen wir diese Tür, Reyes. Ja, ja, ich mach ja schon. Ob noch jemand am Leben ist? Gleich kommt da durch irgendwas durch und packt uns. Pass auf. Wir finden sie, Captain. Hab hier Wachbots auf Standby. Strom ist an, die sind aktiv. Boah. What the fuck? Stimmt nicht mit den Blechbüchsen! Alter, der Sound ist so übelst widerlich! So, ich will schauen, was mit den gelben Punkten auf sich hat. Die Punkte visieren automatisch die Gegner an und dann gehen dann, glaube ich, meine Schrotkugeln. Kann das sein? Dass ich gelenkte Schrotkugeln habe? Alter, das wäre übelst krank. Was wir geben, ist was mit Zugang zum Überwachungssystem. Sehr gut, Marine. Mit Kameras könnten wir unser Personal finden. Waffen und Munition! Los, bedient euch! Achtung, Sato, rote Lichter voraus! Könnte das Kommandozentrum sein. Auf Schatten warten! Da! Linke Seite! Das wird optimiert! Was? Oh mein Gott! Ich hasse so eine Gegner! Die Dinger erinnern mich übelst an Predator. Alter, das könnte auch ein Horrorspiel sein. Ey, es war really, Alter, mit den Drohnen. Wir nehmen das einfach mal. Los, das war doch das geile Ding, naja, das geile Ding. Der Commander setzt das Gerät beim Schloss ein und bleibt in der Nähe wegen der Signalverbindung. Ja, das kann ewig dauern. Zu Ende. In Deckung bleiben. Oh shit, boys! Ja, der hat mir zwei Hits gegeben und ich bin tot. Überhaupt nicht übertrieben. Alter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben mit den Dingen? Warte mal, ich bekomme hierfür keine Munition. Hierfür bekomme ich hieraus auch keine Munition. Was ist das? Irgendeine Munition dafür. Angriff.
okay, das ist gut. Mate. Das wollte ich nicht. Ich will meine... Ich will nur den hier machen. Hilf mir! Hilf mir! Alter, was soll man hier gegen ausrichten? Lass mich raus hier! Fuck, Mann! Sie denken, das waren alle? Wäre zu schön, um wahr zu sein! Warten wir es besser nicht ab! Ich wollte gerade nur gucken, ob das eine Energiewaffe ist oder nicht, aber das ist nur normale. Das ist verrückt. Ist meine Drohne überhaupt noch da? Nee, die ist weg, ne? Ja, die ist weg. Sind sie? Na, Landegebiet über den Minen. Du hattest recht, Captain. Saul, zurück zu Raven 1 und für Evakuierung bereit machen. Okay, ich erstatte der Red einen Lagebericht. Gut, hergehört. Wir schaffen diese Leute hier raus. Die Mine ist genau vor uns. Geradeaus, gehen wir. Safa, check! Okay, let's go. Feindliche Waffen in Reichweite. Ja, Mann! Jetzt, sie haben Waffen? Jetzt haben die Dinger auch noch Waffen! Die Rohstoffe von diesen Minen. Das sind Blechbüchsen hier. Sie brauchen irgendeine Energiewaffe, also her damit. Na, why not? Dieses Gebiet wird von der SDF kontrolliert. Feindliche Maschine gesichtet. Greife Feind an. Feindliche Maschine gesichtet. Unterdrücke Ziel. Feindliche Maschine gesichtet. City. Feindlicher Schaff! Dumm! Auf den Steg! Hey, Ruhe! Was? Was? Der Sieg wiegt mehr als die Wahrheit, what? Hacke! C6! Auf dem Steg! 11 Uhr! Ach, stimmt ja, ich kann doch noch hacken! Ich denke mal, das mit dem Hacken werden wir erstmal sein lassen. Ich denke mal nicht, dass es was bringen wird hier unbedingt. Feindlicher Scharfschütze! Erdgeschoss! 12 Uhr! Geht das Matsch. Fuck, my life, Mann! Feindlicher Scharfschütze! Auf dem Steg. Ich hasse diese Roboter in diesem Spiel. Okay. Das ist noch ein Wunder. Oh, das ist noch ein Scharfschütze. Wie viel habt ihr? Deckbüchsen. Ja, wir machen eine. Da ist noch eine. Das haben wir auch für mich mal zu fokussieren. Feindlicher Scharfschütze. Auf den Steg. 12 Uhr. Alter! Wir können so nicht vorrücken! Feindlicher Scharfschütze! Am Fenster! 11 Uhr! Gefeindet! 12 Uhr! Okay. Feind identifiziert.
Was? Das kann jetzt gehen? Hacke! Oh, leck mich. Das ist mich Nahkämpfer, ne? Ich frage mich, wo die alle herkommen. Egal. Komm, weiter geht's. Ich habe mal kurz den Weg ausgescoutet. Wo kommt die jetzt auf einmal her? Wo kommen die alle her, diese Scheißdinger? Fuck, Mann. Die waren doch eben noch nicht da. Weißt du, ich gehe hier so lang, alles chillig und auf einmal kommen die ganzen Blechbüchse an und wollen mich töten. Okay, warte mal. Achso, hast du ein Scharfschutzgewehr? Ich dachte, der ist Munition noch für die Waffe hier. Ah, naja. Heiß, 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 heiß. Wir müssen rüberspringen. Fever, Raider, sind auf Position. Wie ist der Status? Auf und davon. Kontakt mit Retribution gescheitert. Solareruptionen stören das Netz. Die haben noch nicht bemerkt, dass wir hier sind. Feuerdisziplin warm. Wir wollen keine Unfälle. Formieren. Feuerdisziplin warm. Ich bin Commander Nick Reyes. Wir werden Sie retten. Oh, Gott sei Dank. Bringen Sie uns hier raus? Ein Transporter wartet für die Evakuierung. Ma'am, was ist hier passiert? Die Kameras haben das erfasst. Ein SDF-Schiff kam wie aus dem Nichts, hat das Feuer eröffnet und den Asteroiden aus der Bahn geworfen. Die Olympus war hier, Captain. Unsere Mechs haben uns angegriffen. Das war kein Unfall. Die SDF muss die Programmierung gehackt haben. Gab es noch weitere Überlebende? Wir waren noch mehr, aber die anderen sind weg. Dann gibt es nur noch sie. Der Landeplatz ist da draußen. Geschützt von einem Hitzeschild. Das Material hier ist hochexplosiv. Verstanden. Also los. Wenn Sie den Weg zum Landeplatz freimachen, kommt die Bots hier rein. Wollen Sie hier weg oder nicht? Holen Sie Ihre Leute. Wir werden zum Transporter rennen müssen. Ich bringe Sie zum Schalter, Captain. Aber mehr nicht. Fever! Raider richtet eine Landezone für die Zivilisten ein. Achtung, es wird heiß. Verstanden. Ich bin in Position. Okay. Dieser Hebel öffnet die Rollläden. Dann let's go. Ich wissen Sie, was Sie tun. Landezone offen. Ah, ja. Du Scheiße. Marines, schützt eure Leute. Feuern, sobald bereit. Wehrt sie ab. Wir evakuieren im Nachtzyklus. Feinde, wir haben Besuch. Was ist meine... Mach doch mal Granaten. Alter, fuck, was zur Hölle? Alter, die Schrot ist ganz gut gegen die Dinger. Ich hasse diese Blechbüchsen. Scheiße. Ich hab nur die, ich weiß nicht, welche explodiert, aber irgendeiner explodiert hier andauernd. Irgendeine Scheiße mit diesen scheiß Drohnen hier. Von der 20 Schwerkraftgranaten. Alter, gib mir noch mal ein paar Sekunden zu chillen. Irgendwann muss ich auch mal gegenrecken. Oh shit, Boys, Verstärkung ist da. Weg hier. Gib uns Deckung! Nee, das war's gewesen, glaube ich, ne? Oh! Bewegt euch! Zu den Transportern! Habt sie, Captain! Hier! Geben Sie Deckung! Oh, shit! Bin getroffen! Los! Los!
Komm schon! Lass sie mich hier! Mach ich nicht! Werden sie mich tun, nicht hier! Nein, stopp! Sorter, stopp! Das ist ein Befehl! Sergeant! 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 Halt dich schon an! Los, umdrehen! Zurück! Sergeant! Er ist doch da unten, Sword! Sofort umdrehen! Er ist tot, Sir! Wir haben ihn zurückgelassen! Sie konnten nichts tun, Captain! Du hattest einen direkten Befehl! Ich bin die Pilotin des Schiffs. Es ist meine Pflicht, uns heil zurückzubringen! Wir heben auf meinen Befehl hinab! Wir hätten erst gar nicht da unten sein sollen! Das entscheide ich! Die Mission geht vor. Omars Worte, nicht meine. Ich bring meine Leute heim, Sword. Wir beide! Captain! Er ging freiwillig! Er musste nicht, Corporal. Zwei Sekunden, Sword. Er hätte nur zwei Sekunden gebraucht. Die zwei Sekunden habe ich zum Abheben gebraucht. Und wenn nichts gewesen wäre. Was soll das heißen? Hättest du mich auch da gelassen? Ich weiß nicht. Doch, tust du. Zögern heißt ein Loch im Schädel, Reyes. Wir beide wissen das. Es ging einfach nur so. Es geht immer auch anders. Nicht immer. Seit wann? Seit du der Captain bist. Vulkan Rave. Legen Sie los, Gator. Uns liegt ein Notfallbericht vor, Captain. Wann sind Sie da? Wir kommen jetzt rein. Sie werden sofort auf der Brücke gebraucht. Roger, wir haben Zivilisten an Bord. Verstanden. Bereiten hier alles vor. Ende. Dieser Tag ist noch nicht zu Ende. Wir sollten den Feind bekämpfen. Und nicht uns gegenseitig. Grünes Licht für alles, was nötig ist. Tut mir leid mit Omar Reyes. Mir auch, Salt.